Gestern haben wir über das Thema Ausreden gesprochen, Widerstände. Und heute möchte ich dir mal erzählen, was ja der größte Fehler, der größte Missglaube der meisten Männer ist in ihrem Leben. Und ich selbst merke bei mir auch immer noch wieder, dass ich da reintappe. Die meisten Männer denken, und das hat David Data in seinem Buch The Way of the Superior Man, erster Link in der Beschreibung, auch sehr gut beschrieben, nämlich hat er gesagt, die meisten Männer denken, ab irgendeinem Punkt ist alles vorbei sozusagen. Ab irgendeinem Punkt können sie sich ausruhen und hinlegen und ja, der Stress ist vorbei oder ich sag mal, die Arbeit ist vorbei. Das ist auch das Ziel, was viele haben mit vielen Dingen, die sie machen. Ja, sie arbeiten, um sich dann irgendwann ein Eigenheim zu kaufen und dann irgendwann, ja, kann man dann vielleicht aufhören zu arbeiten und ja, irgendwann ist es dann vorbei. Irgendwann hat sich alles ausgezahlt und die Arbeit ist vorbei und ich muss nichts mehr tun in meinen Lebensbereichen. Irgendwann kommt dieser Punkt. Und David Data sagt in seinem Buch ganz richtig, dieser Punkt wird niemals kommen. Es ist niemals vorbei. Gerade dann nicht, wenn du dich für den weltlichen Weg entscheidest und Frauen, Karriere und all die Sachen, die in unserer Gesellschaft dazugehören, in dein Leben integrierst. Dann ist es niemals vorbei. Es macht also keinen Sinn, dein Leben darauf auszurichten, in Sicherheit zu leben oder irgendwann in Anstrengungslosigkeit zu leben. Stattdessen solltest du dich lieber darauf vorbereiten, dass es immer etwas zu tun geben wird. Es werden immer Herausforderungen da sein. Die Herausforderungen enden nicht. Ja, manche Leute nennen das Probleme, du kannst es Herausforderungen nennen, du kannst es Überraschungen nennen. Diese Sachen enden nicht. Und selbst wenn du reich bist, hast du nur hochqualitativere Probleme oder Herausforderungen. Jemand, der reich ist, hat andere Herausforderungen als jemand, der arm ist, aber Herausforderungen haben beide. Das ist immer so der Traum, dieses, oh Mann, wenn ich die Summe Geld hätte, dann hätte ich keine Probleme mehr. Schau dir die ganzen reichen Leute an. Haben die es gut, die haben gar keine Probleme. Haben die auch. Das hört auch niemals auf. Dir ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn du ein Ziel erreichst oder ein Ding geschafft hast, relativ bald das nächste Ding auftaucht. Ein Ziel zu erreichen ist toll für einen kurzen Zeitpunkt. Und dann kommt das nächste Ziel. Und es ist egal, wie viel Geld oder Autos oder Häuser oder was auch immer du dir da vorstellst, Frauen, du ansammelst, es geht halt immer weiter. Es kommt immer die nächste Herausforderung. Und je früher du lernst, das so zu sehen und auch so zu akzeptieren, desto entspannter kannst du damit umgehen. Desto weniger musst du dieser Illusion hinterherlaufen, dass irgendwann alles problemfrei wäre. Vermutlich ist es das, wenn du gestorben bist. Genau wissen tun wir es nicht. Bis dahin kommen Herausforderungen auf dich zu. Ich würde behaupten, je reicher du bist, desto mehr hast du wahrscheinlich sogar. Weil du einen größeren Einflussbereich hast, wenn du reich bist. Du hast wahrscheinlich mehr Leute in deinem Umfeld. Dadurch ergeben sich automatisch mehr Herausforderungen. Du nimmst mehr Einfluss nach außen. Dadurch kommt automatisch mehr von außen nach zu dir zurück. Mit denen du, Sachen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ja, je größer ich jetzt zum Beispiel werde, je größer ich wachse, desto mehr Feedback kriege ich von außen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Die Herausforderungen werden eher noch mehr mit der Zeit, nicht weniger. Ja, am Anfang gehst du zur Schule, das ist eine Herausforderung, dann studierst du und arbeitest du, Herausforderungen, dann kriegst du auch noch Kinder, die Herausforderung wird immer größer. Irgendwann musst du dich dann auch vielleicht zusätzlich um deine Eltern kümmern oder kannst es, musst ja nicht unbedingt. Es wird immer mehr. Herausforderungen sind hier, um zu bleiben. Und ich kenne das von mir selbst. Ich kenne das selbst. So, ich bin selbst immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, dass ich so ein bisschen nach, ja, nach Sicherheit, nach Entspannung so jage. Und es ist ja auch okay. Sicherheit ist ja auch in Ordnung. Und Entspannung ist ja auch in Ordnung. Das gehört ja auch dazu. Du kannst ja nicht die ganze Zeit dich Herausforderungen stellen und dich nie entspannen. Dann kriegst du ja irgendwann die Krise. Aber ich erwische mich selbst dabei, wie ich manchmal immer, also irgendwie meine Ziele so setze im Sinne von, ja,
Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich da vollkommen in Entspannung und Sicherheit leben. Und so wird es einfach nie sein. Hier ist einfach nichts sicher in dieser, ich sag mal, Dimension. Hier ist einfach nichts sicher. Selbst wenn ich super reich bin und nie mehr arbeiten muss und eine ganz tolle Krankenversicherung habe, kann ich immer noch Krebs bekommen und in einem Jahr tot sein. Kann ich auch nichts dagegen machen. Hier ist nichts sicher. Und egal, was ich mache, es wird hier auch nicht sicher. Irgend so ein Vollidiot kann sich morgen dazu entscheiden, eine Bombe auf Deutschland zu werfen. Weil die Entscheidungsfindung ist da halt nicht so einfach, aber was ist schon sicher? Die Unsicherheit bleibt, die Herausforderungen bleiben. Mit der Zeit muss einfach deine Fähigkeit wachsen, mit Herausforderungen proaktiv umzugehen. Ich habe einen Coaching-Teilnehmer, dem habe ich das letztens erst wieder gesagt, als er mir von einem Problem von sich erzählt hat. Und er hat mir davon erzählt und ich dachte mir, das ist ein Problem für dich? Das ist ja ein Witz in meiner Welt. Das, was er für ein Problem hält, da denke ich mir, hä? Ist einfach nur kurz was, was man klären muss. Braucht 5 Minuten. Und dann gibt es wiederum Sachen in einem höheren Bereich von anderen Leuten, wo die sich wahrscheinlich denken, meine Sachen sind Witz. Das ist die eine positive Sache, die ich gelernt habe, seit ich selbstständig bin, die du als Selbstständiger lernen musst, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt. Als Angestellter ist es oft so, die wirklich krassen Herausforderungen werden von dir ferngehalten. Damit muss sich halt der Arbeitgeber auseinandersetzen. Aber wenn du selbstständig bist, dann ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Du musst wieder das rausfinden. Wie funktioniert das? Dann musst du hier mit irgendeinem Tech-Service telefonieren. Dann kommt wieder irgendwas von der Steuer dazu, was neu da ist. Dann bricht hier irgendwas weg und du musst es durch irgendwas anderes ersetzen. Hier wurde was geändert. So, ich habe eine Zeit lang einen Großteil meines Geldes auch durch Facebook-Werbung gemacht. Und dann, nach ungefähr 2 Jahren, hat Facebook meinen Account einfach gesperrt. Von einem Tag auf den anderen. Und meine kompletten Einnahmen waren weg. Absolut unsicher. Aber es kommt halt nicht der Punkt, wo alles sicher ist. Du kannst es ein bisschen sicherer machen, aber die Unsicherheit bleibt halt. Deine Fähigkeit muss wachsen, mit Unsicherheiten umzugehen. Und das kann sie nur, wenn du nicht rumnörgelst, wenn diese Unsicherheiten kommen, wenn diese Herausforderungen kommen, sondern wenn du sie anpackst, wenn du sie als Möglichkeit siehst, zu wachsen und stärker zu werden. Jede Herausforderung, die kommt, ist eine Möglichkeit für dich und jede Herausforderung macht dich stärker und bereiter für die nächste Herausforderung. Und das ist die wirkliche Sicherheit. Du wirst nicht sicher, indem du die Sicherheit außen versuchst aufzubauen, denn die bricht immer wieder weg, die ist unstabil. Aber du wirst sicherer, du baust dir tatsächliche innere Sicherheit auf, indem du dich immer wieder diesen Herausforderungen stellst. Das ist auch der Grund, warum ich dir in die Zeus-Methode, wenn du das nicht gesehen hast, zweiter Link in der Beschreibung, warum ich dir in der Zeus-Methode in meinem ersten Buch und Bestseller sage, stell dich jede Woche neue Herausforderungen. Stell dich jede Woche neuen Herausforderungen, damit du wächst. Und der Witz ist, dann wirst du dich auch gut fühlen mit dir selbst. Weil jedes Mal, wenn du spürst oder merkst, ich dachte, ich kann so viel, aber eigentlich kann ich so viel, fühlst du dich gut. Wer meine Videos über das 10-Tage-Meditations-Rückzugscamp gesehen hat, weiß, glaube ich, wovon ich da rede. Das war eine der größten Herausforderungen für mich. Wer das jetzt nicht weiß, ich war 10 Tage auf diesem Meditationsrückzug, wo man mit niemandem sprechen darf, nicht schreiben darf, nicht lesen darf, keinen Sport machen darf. Du machst an diesen 10 Tagen auf diesem abgegrenzten Gelände im Wald nichts als 10 Stunden meditieren. In absoluter Ruhe, du selbst mit dir selbst. Ja, du stehst morgens um 4 auf, abends um 9 geht's ins Bett und es gibt veganes Essen. Gutes Essen. Immerhin. Aber auch nicht viel Essen. Das war die größte physische, also körperliche und geistige Herausforderung, die ich bis jetzt zu meistern hatte. Und am ersten Tag, am Ende des ersten Tages, dachte ich, ich packe das nicht. Ich habe im Wald gesessen, da war so ein kleines Waldstück für die Männer, und ich habe geweint und dachte, ich packe das nicht. Und dann, 9 Tage später, war es vorbei und ich war immer noch da. Und dachte mir, hui, du hast deine psychischen und physischen Fähigkeiten mal deutlich unterschätzt. Ich habe jeden Tag mich wieder selbst überrascht, indem ich herausgefunden habe, was ich denn doch alles kann. Und dieses Gefühl,
das ist das eigentliche Gefühl, hinter dem alle Leute her sind, hinter dem alle Leute herjagen, die die ganze Zeit versuchen, Sicherheit sich im Außen zu kaufen mit, keine Ahnung, einem neuen Haus oder der nächsten Beförderung. Das ist nicht das, was dich sicher macht. Die Herausforderungen machen dich sicher. Jeden Tag herauszufinden, dass du mehr kannst, als du dachtest, macht dich sicher. Denn wenn du immer merkst, oh, egal was kommt, ich krieg's ja irgendwie hin, na, was soll dir da noch Angst machen? Was soll dich da noch unsicher machen? Dann gibt's überhaupt keine Unsicherheit mehr hier drinnen. Innere Arbeit. Innere Arbeit ist eigentlich auch viel äußere Arbeit. Du bist hier drin stärker, indem du dich außen Herausforderungen stellst. Und je mehr du in der Bequemlichkeit versinkst, desto schlechter fühlst du dich. Ich kenne das so gut. Ich bin sicher, du kennst das auch gut. Setz dich mal 3 Tage hin und mach mal einen Serienmarathon zu irgendeiner Serie auf Netflix oder Amazon. Setz dich mal 3 Tage hin und dann guck mal, wie es dir danach geht. So nach 3 Tagen in kompletter Bequemlichkeit und nichts tun. Fühlt sich scheiße. Und sicher ist das sicherlich nicht. Ja, Bequemlichkeit ist einfach. Herausforderungen sind schwer. Deswegen sind die meisten Leute bequem. Deswegen haben die meisten Leute einen Fernseher zu Hause stehen. Es ist halt einfach und bequem, den Fernseher anzumachen. Es macht dich nur nicht sicher innerlich auf Dauer. Und so bleibt da immer so ein bisschen dieses leere Gefühl und dieses Gefühl, ganz bin ich bei der Sicherheit und Entspanntheit noch nie angekommen. Vielleicht noch, wenn ich das bekomme. In Zukunft, das kriege ich schon hin. Irgendwann wird es soweit sein. Nein, es ist niemals soweit. Du musst dich kontinuierlich weiterentwickeln mit Herausforderungen, um jemals auch nur ansatzweise an den Punkt kommen zu können, dich mit dir selbst sicher zu fühlen. Selbstsicherheit. Fühlst dich mit dir selbst sicher. Da steht das Wort selbst, nicht Außensicherheit. Für Außensicherheit baust du eine Alarmanlage ans Haus. Für Selbstsicherheit stellst du dich regelmäßig Herausforderungen. Das mache ich mit den Leuten in meinen Coachings. Das machen die Leute bei mir in Workshops. Deswegen klappt das so gut. Stell dich mal 3 Monate, wie die Leute in meinen Coachings regelmäßig harten Herausforderungen und ich gebe dir die Hand drauf, dass du dich danach hammermäßig gut fühlst und das nie wieder anders machen willst. Auch wenn du ab und zu vielleicht mal wieder in dieses Sicherheitsding reinrutscht, in dieses Faulenzen-Ding, du willst es danach nie wieder anders machen. Garantie, Hand drauf. Und wenn doch, dann bist du hier auf dem Channel falsch. Dann bin ich nicht der richtige Coach für dich, bin ich nicht der richtige Trainer für dich. Bleibt dir also nichts übrig, als dich regelmäßig Herausforderungen zu stellen und die musst du dir selbst suchen, weil es kommt der Punkt im Leben, da sucht das niemand anders mehr für dich. Klar, wenn wir jetzt in die Schule gehen, in der Schule war es damals so, die Herausforderungen wurden schon so ein bisschen von außen dir aufgegeben. Ja, du wusstest, die nächste Prüfung kommt, dafür musst du lernen, das war eine Herausforderung. Ja, du wusstest, es geht auf Klassenfahrt, da musst du vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt treten, die du vielleicht nicht kennst, das ist eine Herausforderung. Du wurdest reingeschmissen in diese Herausforderung. Andere Leute haben dafür gesorgt, dass du herausgefordert wirst. Aber irgendwann kommt der Punkt, wenn du erwachsen bist, da musst du dich dann selbst Herausforderungen stellen. Und dann wird es schwierig, weil dann musst du es nicht mehr wirklich. Kannst dich auch lassen. Kannst zu deinem Job gehen, wo du eine Ausbildung gemacht hast, kannst deine 1,5 netto nach Hause bringen, kannst dir eine Wohnung mieten, eine kleine, einen Fernseher kaufen, eine Playstation, kannst deinen Job machen, abends nach Hause kommen, vor der Playstation sitzen und den ganzen Abend zocken und wieder am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Und das kannst du auch machen, wenn du willst. Sollte dich das zufrieden machen, go for it. Es ist halt einfach, bequem zu sein, ne? Aber sich selbst Herausforderungen zu stellen, das ist eine Herausforderung. Aber das ist der Weg, den wir hier gehen wollen. Das ist der Weg, den ich mit dir gehen will. Das ist der Weg, den ich selber gehen will. Und das ist auch der Weg, auf dem ich selber immer noch Probleme habe. Das fordert mich selbst auch immer noch heraus. Und das wird auch niemals aufhören, wie ich eben bereits gesagt habe. Es wird niemals aufhören, eine Herausforderung zu sein. Die Leute fragen mich immer, Tim, wann kommt der Zeitpunkt, wenn man keine Angst mehr hat, Frauen anzusprechen? Keine Ahnung. Nie? Es ist immer eine Herausforderung, Frauen anzusprechen. Ich wüsste nicht, dass sich das jemals ändert.
Es geht nicht darum, die Angst abzubauen, es geht darum, deine Fähigkeiten aufzubauen, es geht darum, deine Herausforderungsmeisterungsfähigkeiten, nenne ich es mal so, aufzubauen. Werd in Ordnung mit der Angst, werd in Ordnung mit den Herausforderungen. Probleme sind da, um dich zu stärken, nicht um rumzumeckern, nicht um sich bei seinen Eltern davor zu verstecken. Die können dich auch nicht die ganze Zeit davor beschützen. Beziehungsweise können sie schon, aber dann lebst du halt nie. Dann musst du halt den Rest deines Lebens bei deinen Eltern wohnen. Und das geht ja nicht, weil wahrscheinlich sterben sie vor dir. Irgendwann musst du also raus und dich diesen Sachen stellen. Also mach's doch gleich. Dann hast du mehr Zeit, gut darin zu werden, dich diesen Sachen zu stellen. Und dafür musst du nicht selbstständig werden, dafür musst du nicht YouTube-Coach werden. So wie ich. Das muss gar nicht sein. Es reicht, wenn du dich deinen eigenen Herausforderungen stellst. Du musst dich auch keinen Monster-Herausforderungen stellen. Und auch nicht jeden Tag. Aber wenn du dich nicht regelmäßig Herausforderungen stellst, dann stumpfst du ab. Dann bist du einfach unfähig, in dieser Welt zu überleben. Und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn es mit Frauen nicht funktioniert. Das sehen die Frauen ja auch, das sehen die in deinen Augen. Die sehen in deinen Augen die Unfähigkeit, die du mit dir rumschleppst, weil du einfach nicht in der Lage bist, dich Herausforderungen zu stellen. Ich erzähle immer gerne von einem meiner Lieblings-Coaching-Teilnehmer. Es war wirklich so, also ich habe mit diesem jungen Mann eigentlich am liebsten Coaching gemacht. Und ich glaube, er wird das hier nicht sehen. Und der Grund, warum er das hier nicht sehen wird, ist, weil er nicht die ganze Zeit Videos guckt auf YouTube. Der macht nämlich andere Sachen. Das ist auch der Grund, warum einer meiner Lieblings-Coaching-Teilnehmer ist, Ex-Coaching-Teilnehmer. Der war 3 Monate bei mir. Wir sind aber immer noch in Kontakt. Der war 19 und er hat ein duales Studium gemacht. Und das Erste, was mich überrascht hatte, war, nachdem ich ihm gesagt habe, was mein Coaching kostet, hatte er das Geld einfach sofort da und hat es mir sofort überwiesen. So, ich brauchte da nicht ein einziges Mal wieder nachzuhaken. Das war sofort erledigt. Der war gut organisiert, auch finanziell, mit seinen 19 Jahren. Alle Aufgaben, die ich dem jemals gegeben habe in diesen 3 Monaten, hat er ohne zu murren gemacht. Ja, ein paar hat er auch mal verkackt, aber dann war er ziemlich sauer auf sich selbst und das ist nicht normal passiert. Noch nie hat jemand so gut das umgesetzt, was ich ihm gegeben habe. Der war dankbar für jede Lektion und das hat er auch ausgedrückt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn sich Coaching-Teilnehmer bei mir nicht bedanken für die Arbeit, die ich gemacht habe. Ich brauche es nicht, dass sich jemand bei mir bedankt, aber es ist schlecht für dich, wenn du das nicht machst. Ich bedanke mich auch bei den Leuten, wenn sie etwas tun. Für die Leute. Aber auch für mich selbst. Er war immer dankbar für alles, was er da gelernt hat. Hat er immer ausgedrückt. Super Kerl. Hat super viel gelernt. Total die richtige Einstellung gehabt. Immer reingehauen. Immer gewusst, die Herausforderungen enden nicht. Er hat Musik gemacht, er hat sein duales Studium gemacht, er war politisch aktiv, er hat ein Coaching gemacht, das hat er alles gleichzeitig gemacht. Der war 19. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass der Typ erfolgreich wird. Ist er ja bereits, aber noch erfolgreicher wird. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass der mit Frauen King wird. Nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass der politisch was reißt, wenn er das möchte. In seinem späteren Beruf, wo er für studiert hat. Nicht den Hauch. Nicht, weil dieser Typ weniger Herausforderungen hat oder weil er mehr Stunden Zeit am Tag hat als irgendwer anders. Nein, hat er nicht. Hat ja nicht mal Erfahrung, der ist 19. Aber er hat die Fähigkeit, Herausforderungen sich zu stellen und sie zu meistern. Und das immer wieder. Und das macht die Leute erfolgreich. Nichts anderes. Das heißt, wenn du erfolgreich sein willst, jetzt und in der Zukunft, dann finde ich damit ab, dass es niemals aufhört. Die wahre Sicherheit findest du hier drin, indem du dich immer wieder Herausforderungen stellst. Aufgabe an dich, jetzt hier zum Ende des Videos. Was ist die Herausforderung, der du dich nächste Woche stellen wirst? Schreib mir was in die Kommentare. Und ich sehe ja, wie viele Leute dieses Video schauen und du siehst es auch. Und du kannst ja mal schauen, wie viele Leute Kommentare schreiben. Und dann kannst du dir ja mal denken, woran das liegt, dass die wenigsten Leute wirklich Erfolg mit Frauen haben.